Hallo Freunde, ich melde mich heute aus den Jarden und es geht wieder los. Der Rucksack ist gepackt. Wir werden sehen, wo es hingeht. Bin mir noch nicht ganz sicher. Muss noch kurz ein bisschen auf dem Handy gucken, wo es mich hinzieht. Vielleicht wird es auch wieder ganz woanders, wenn es mir da nicht gefällt. Aber es geht wieder on Tour. Hoffentlich habe ich auch diesmal alles bei, aber ich denke schon. Und dann sehen wir uns später im Video wieder, würde ich sagen. Ja, Freunde, muss ich noch sagen, oh, nee, der Weg ist aber auch richtig beschissen. Bin hier gerade an so einer Reitsportanlage. Hier ist so der Wald, da werde ich wahrscheinlich heute Nacht bleiben. Mal gucken, ob mir der gefällt, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ansonsten seht ihr ja hier schöne Felder, schöne Landschaft. Da hinten ist eine Landstraße. Eigentlich bin ich schon wieder zu nah an Autos dran. Aber gut, was will man machen? Und ich würde jetzt eigentlich dann auch mal hier in den Wald drin schießen und gucken, ob ich da einen schönen Spot finde. Ja, und dann würdet eventuell dann noch Platz für heute. Muss ich mir mal angucken. Wie gesagt, letztes Mal war es auch ja nicht so einfach, so einen schönen Spot zu finden. Das hat mir irgendwie alles nicht gefallen. Aber hier könnte ich wahrscheinlich dann auch heute Nacht. Das ist heute Nacht, sagen wir mal heute Abend. Wie ihr ja gerade seht, warte mal, ich schwenke nochmal zurück. Da ist ja die Sonne. Und wenn es mich noch viel mehr zuzieht und es vielleicht auch noch mal ein bisschen aufklart heute, dann könnt ihr vielleicht nachher natürlich hier auch noch einen schönen Sonnenuntergang filmen. Hätte ich natürlich Bock drauf. Na gut, ich werde dann erstmal gucken, ob mir das hier zusagt. Da hinten sehe ich ja auch noch überall schön Wald. Schauen wir mal. Ja, Leute, ich glaube, ich habe meinen Spot gefunden. Ich werde wahrscheinlich die Nacht heute hier verbringen irgendwie. Sieht auf jeden Fall schön verwildert aus. Ja, sehr gut. Ich werde mir noch ein paar Steine suchen, damit wir noch ein kleines Feuerchen machen können. Sieht nur so aus, als wenn sich hier Viehzeug bewegt. Mal gucken, ob einen da heute Nacht jemand besucht. Wenn ich hier so angucke. Könnte sein, dass sich irgendwelche Viehzeug befindet, was sich hier austobt. Schauen wir mal. Aber mein Spot ist eher so ein bisschen. Ich habe jetzt schon mein Fahrrad verloren. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo es ist. Nee, keine Angst dran. Der geht schon. Und dann lege ich wahrscheinlich eher so ein bisschen. Mal gucken, ob ich mein Tarp und meine Hängematte hier so irgendwie aufspannen werde. Sieht erstmal schon nicht so schlecht aus. Zwischen dem und dem, denke ich. Mal gucken. Und auf jeden Fall. Ah, hier noch leicht. Man sieht hier auch wieder leichte Pfade. Ich weiß nicht, ob hier Leute langkommen oder was. Naja, vielleicht komme ich ja in der Vision. Messer habe ich bei. Falls hier ungebetene Gäste kommen. Aber
denke eher nicht. Da hinten ist noch eine Reitanlage. Andere Richtung sind noch ein paar Wohnhäuser und der Wart eigentlich auch. Der soll ja schon großartig kommen. Ich denke eher, dass hier irgendwelche Viehzeug heute Nacht vorbeigucken wird. Weil wir irgendwie hier noch Spuren von, auch hier so, weiß nicht, einfach nur abgefallen ist oder ob da Viehzeug dran war. Jetzt schon komische Geräusche. Schauen wir mal. Aber ich denke, das wird es werden hier. Na gut. Erstmal noch ein bisschen die Lage checken. Dann schauen wir mal.
So Jungs, Mädels, warum sag ich immer Jungs? Setup steht soweit für heute Nacht. Dann werden wir gleich noch ein paar Steine suchen. Und ja, so wie beim letzten Mal halt. Wieder, ja, ich muss noch meinen Schlafsack drin machen. Ansonsten steht das Setup soweit. Ich habe es aufgebaut. Bin irgendwie ruhig getarnt. Muss ich sagen. Hier sollte eigentlich meine Kochstelle werden. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Wir sind schon am Tarp dran. Mal gucken. Mein Fahrrad gehört ja dazu, ist ja klar. Aber ich wollte euch eigentlich mal zeigen, wenn ich ein bisschen weiter weggehe. Die Sonne knallt hier auch schön durch. Ja. Ich hoffe, ich kann ja noch einen geilen Sonnenuntergang filmen. Ich hoffe es echt. Weiß ich noch nicht. Wir haben doch ganz schön Wolken am Himmel. Schade eigentlich. Doch, was, und was sagt er? Fügt sich doch eigentlich ganz gut ein, oder? Geht doch halbwegs. Na klar, ist man nicht 100% getarnt, aber es geht eigentlich. Mal so in die Richtung gehe. Ah, da fällt schon ein bisschen mehr auf, aber ja, ist okay. Geht schon. So, also bist du, was mich am meisten freut? Normalerweise müsste jetzt endlich mal der Ton hauen. Zumindest dieses störende Knacken, was ich immer hatte, das war ja so nervig. War leider nur eine Einstellungssache der GoPro. Wenn man das natürlich nicht weiß, dann kommt man da auch nicht drauf. Gott sei Dank konnte mir dann ein anderer YouTuber helfen, der mich darauf hingewiesen hat. Das war ja sowas von nervig bei meinen Videos. Übrigens habe ich euch vorhin zwar meinen Rucksack gezeigt, aber auch ja nicht dazu erzählt, dass ich mir den auch nochmal extra neu gekauft habe. 40 Liter. Ja, das ist vom Bundeswehrjob. Flecktarn, denke ich, ist das. Ja, ist sicher. Reicht für meine Zwecke. Das ist eigentlich ganz okay. Naja, dann werden wir gleich mal noch ein paar Steine suchen hin. Damit ich mir eine schöne Feuerstelle machen. Wir wollen ja schließlich auch hier im Wald keinen Schaden machen. Wäre ja nicht so lustig. So, jetzt begebe ich mich nochmal auf die Suche ein bisschen nach Steinen. Vorhin habe ich da vorne welche hier gesehen. Schauen wir mal. Finde den Weg selber ja nicht mehr. Aber ich finde es eigentlich ganz nice. Ist auf jeden Fall anders als beim letzten Mal. Viel dicht auch auf jeden Fall, aber ich bin wieder nicht so richtig komplett drin, weil wie man hier dann schon so leicht durchsieht, ist ja daneben auch ein Feld. Aber okay, weil ich habe schon gerade zu meinen Freunden gesagt, man sieht relativ viel Spuren von Wild, wo ich mich gerade befinde. Und schauen wir doch mal, ob einen da nicht heute Nacht irgendwas besuchen kommt. Man weiß es nicht. Hauptsächlich mein Rastplatz nachher überhaupt wieder. Bin ja jetzt schon wieder kreuz und quer hier gelaufen irgendwie. Wird schon. Mal gucken. Ich habe hier vorhin Steine gesehen. Ach, schön und Krankenwagen oder Feuerwehr hat man auch. Na wunderbar. Ja, man ist noch zu nah an der Zivilisation dran. Ne? So, da haben wir ja irgendwas. Irgendwelche Leute da auf diese Scheiße hingeschmissen oder wie es ich was. Aber das soll mir recht sein. Die Steine werde ich benutzen. Hier dachte ich. Da waren schon groß die Dinge. Aber gut, das geht schon. Ja, davon weg mir ein paar mitnehmen. Meine Feuerstelle. Hier nochmal der Blick, wo ich mich hier gerade befinde. Wunderschön die Sonne.
habe mir so eine schöne Wurst mitgenommen. Mal ein bisschen was essen. Ja, ich weiß, das schmeckt aber sehr gut. Der knackt schon so verdächtig. Komm jetzt ins Spielzeug oder andere Leute. Naja. Wer weiß. Schmeckt da wirklich lecker. Mücken fallen mich hier an. Na gut. Eine schöne dicke Klinge, das Messer. Sehr ganz gut, wenn mir reicht. Dann soll ich so ein riesen Ding mitnehmen. Ah, die Mücken wollen mich auf jeden Fall stechen. Ja, meine Steine, meine Feuerstelle habe ich schon vorbereitet. Werde ich nachher noch ein bisschen Wasser warm machen, ein paar Nudeln kochen, wenn es auch regnet. Und so habe ich wieder einen entspannten Abend. Schön im Wald. Sehr gut. Und ich hoffe mal, ich werde auf jeden Fall ein bisschen besser schlafen. Letztes Mal habe ich relativ schlecht geschlafen. Gab zwar keinen Grund, war aber trotzdem so. Mal schauen.
Morgen. Die Nacht war gut. Ich habe schon alle zusammengepackt. Ich bin nämlich ein bisschen in Eile, weil ich schon wieder zur nächsten Tour muss. Ich muss nochmal nach Hause, muss noch ein bisschen Daten sichern und noch ein bisschen laden alles und bin dann schon wieder nachher zur nächsten Tour unterwegs. Ich habe meinen Platz soweit bereinigt und werde den Spot jetzt hier verlassen. Wie gesagt, die Nacht war eigentlich in Ordnung. Wie ihr seht hier alles vernünftig wieder hinterlassen. Aber meine Feuerstelle, Steine lasse ich liegen, da ist ein bisschen verwischt. Hier haben wir mein Spot, da ist mein Fahrrad, halb getarnt mit Tarnrucksack. Ja, wie gesagt, ich habe es ein bisschen eilig, ich muss schon wieder zur nächsten Tour. Und ich bin heute jetzt, lass mich kurz gucken. Ja, 10 vor 6. Normalerweise sollte man jetzt einen Sonnenaufgang sehen, sieht man aber leider nicht, weil wir haben es bewölkt. Schade. Naja, gut, Weg muss los.